Hallo und herzlich willkommen zu diesem Neuland-Video auf meinem Dieser Date-Kanal. Ich habe heute Leo Bellis da. Ja. Und zwar geht es darum, dass in meinem Buch ja ein bisschen viel Oscar vorkommt und ich vorkomme. Und unsere Follower sind eigentlich alles Jungs und Männer. Und von der weiblichen Seite von Instagram haben wir nicht so viel Ahnung. Und deswegen haben wir Leo heute hier. Du bist 15? Ja, 15. Hast auf TikTok 869.000, auf YouTube 245.000 und auf Instagram seit kurzem? 1 Million. 1 Million Abonnenten, das ist natürlich grandios. Gratuliere erstmal dazu. Dankeschön. Mit welchem von den dreien hat es angefangen bei dir? Also ich muss schon sagen, ich habe sozusagen TikToks auf Instagram gepostet. Allerdings benutze ich TikTok nicht so wirklich, also habe ich die früher gar nicht benutzt. Also als Musical.ly hast du es noch nicht benutzt? Achso, ja, Musical.ly früher. Doch, ich habe es schon benutzt. Allerdings war ich viel, viel aktiver auf Instagram. Also ich habe, meine Haupt-App ist Instagram bis jetzt immer noch. Allerdings bin ich auf TikTok jetzt schon aktiver geworden, aber trotzdem meine Haupt-App ist auf jeden Fall Instagram. Und YouTube machst du ja seit November 17, glaube ich. Was machst du am liebsten von den drei Sachen? Instagram, also. Schon? Ja, schon Instagram. Also ich würde schon sagen, TikTok gehört ja so ein bisschen mit dazu, weil ich TikTok sozusagen mit Instagram so ein bisschen verbinde, weil du kannst die TikTok-Sachen auch auf Instagram posten. Ja, genau, so rum. Ja, ich poste halt alles, was ich auf TikTok eigentlich aufnehme, auf Instagram und deswegen so ein Mix dazwischen. Aber auf Instagram kann man einfach viel mehr machen. Ich kann da Stories machen, mich frei ausleben und alles posten, auch Bilder zum Beispiel, was auf TikTok nicht so wirklich geht. Und deswegen, ja. Wieso hast du überhaupt angefangen mit Instagram? Also ich habe angefangen, ich sag immer sowas wie, also es stimmt wirklich, ich habe sozusagen die App Instagram mit meiner Freundin entdeckt und ich dachte so, boah, irgendwie muss ich das mal testen mit ihr. So, wir waren da ultra jung, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, aber dann dachte ich mir so, wir laden das mal runter und ich weiß ganz genau, dass meine Eltern das nicht wollen, dass ich das habe, weil ich halt noch viel zu jung dafür war und gar nicht weiß, was in dieser Social-Network-Welt abgeht. Und dann habe ich es mir aber trotzdem heimlich runtergeladen. Wir haben irgend so eine E-Mail angegeben, die kein Mensch kennt. Und dann haben wir da irgendwelche Bilder gepostet, was natürlich auch richtig gefährlich ist. Allerdings waren wir auch privat, das ist noch ganz gut gewesen und uns folgt ja da auch, glaube ich, gar keiner. Wir haben es einfach für uns gemacht und dann musste ich die App auch wieder löschen, weil die das halt nicht mehr rausbekommen haben. Und dann, ja, genau, so hat das Ganze angefangen. Einfach und dann, aus Lust und Laune ausprobieren. Ja, genau. Genau, und TikTok habe ich sozusagen entdeckt durch andere User, die auch TikToks auf Instagram gepostet haben. Und dann dachte ich mir so, ich lade mir die App einfach auch mal runter, probiere so ein bisschen was für mich. Am Anfang sah es natürlich schrecklich aus. Also es sah wirklich katastrophal aus und ja, mir ist es ein bisschen besser geworden. Ein bisschen besser ist gut, besser. Ja, du hast jetzt 1 Million Abonnenten auf Instagram. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen dem, was du machst und dem, was vielleicht andere Mädchen machen, die nicht so erfolgreich sind? Ja, also auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall sehr aktiv bin, also dass ich wirklich immer online bin fast und die Leute mein Leben mitverfolgen können. Ich mache halt das, was ich sozusagen online mit den Leuten teile, auch offline und täglich auch. Überein. Also es stimmt wirklich überein. Ich spiele Fußball, ich mache gerne Bilder, das stimmt auch wirklich, ich mache gerne Videos und alles, was ich eigentlich da poste, macht mir auch Spaß. Also du würdest sagen, dass du einfach eine Art von Lebensfreude hast? Und die Leute vielleicht gerne gucken, oder? Genau, und außerdem auch, dass ich ja alles möglich, ich habe eine riesen Bandbreite, also ich spiele Fußball, ich schmink mich trotzdem, also ich bin so auf dem Fußballfeld, bin ich die aggressive Leo, die da den Ball hinterher rennt. Okay. Wirklich, ja, ich würde schon so sagen. Und dann gibt es noch den anderen Teil von mir, der ist eher so Beauty und dann noch ein anderer Teil und der ist eher so ruhig, trifft sich mit Freunden, ist dann aber trotzdem so ein bisschen undercover und so und macht auch mal die eigenen Dinge so. Genau, ja, das bin ich. Und hast du da, du hörst wahrscheinlich von deiner Community, was sie davon auch am meisten mögen oder so? Ja, also sie mögen es auf jeden Fall, dass ich Fußball spiele. Das finden alle sehr, sehr toll und ich habe auch viele sozusagen aus meiner Community, die auch sehr gerne irgendeine Sportart ausleben, auch Fußball, also auch viele Leute, die Fußball spielen und ansonsten, ich glaube, dass die das generell mögen, dass ich so viel mache und genau deswegen folgen sie mir, dass ich TikToks poste, irgendwelche Slow-Mos, aber auch Beauty-Bilder, Shooting-Bilder, dann irgendwelche Fußball-Videos, Fußball-Bilder und alles kreuz und quer. Ich glaube, dass denen das gefällt und dass ich nicht so einen einständigen Feed habe, dass ich nur das poste, wie es gerade ist. Ja.
und das ist so natürlich so rüberkommt. Und ja, genau. Ja, das ist so, das kann man so sagen. Irgendwann hast du dann wahrscheinlich auch gemerkt, dein Papa sitzt auch hier, dass Social-Media-Plattformen auch eine wirtschaftliche Seite haben. Ja? Wie ist das passiert? Wie hast du das gemerkt? Plötzlich hat jemand Geld überwiesen? Nee, also es kam tatsächlich, also früher, ich wollte mit meiner Freundin unbedingt auch eine Seite machen, also wie früher unser Idol waren Lisa und Lena. Und da haben wir halt gesehen, dass die so Klamotten zugeschickt bekommen haben und dann dachten wir so, boah, das ist ja richtig cool, wenn wir es auch bekommen, so vielleicht zwei Hoodies oder sowas oder generell nur ein Hoodie von irgendeiner Firma oder sowas, würde uns schon voll reichen und wir würden da super happy drüber sein. Dann haben wir es gemacht und dann irgendwann hat es aber nicht so ganz geklappt, dann habe ich es trotzdem alleine weitergemacht und dann irgendwann kam sogar das erste Paket nach Hause und ich dachte so, boah, wie geil, hatte diese Hoodies. Kam einfach so oder hattest du angefangen? Oder? Nee, sie hat mir geschrieben, also oder ich weiß gar nicht, ob ich den geschrieben hatte, auf jeden Fall irgendwie sowas und dann haben die mir ein kleines Paket hier zugeschickt und ich hatte mich wirklich riesig gefreut und hatte dann gleich mit meiner Mom da Bilder gemacht. Das war so Sister Pulli, Mom Hoodie und sowas. Also genau, es war mega. Ja. Du bist natürlich sehr regelmäßig auch aktiv. Ich denke, das hast du ja vorhin gesagt, das ist so ein Grund. Also du hast ja jeden Tag einen Feedpost auf Instagram und so weiter. Macht das immer Spaß oder ist das auch manchmal einfach nur Arbeit? Ja, also manchmal ist es auf jeden Fall anstrengend, so aktiv zu sein und natürlich immer etwas zu haben. Aber eigentlich macht es mir immer Spaß, weil an den Situationen, also an meinem Leben, die ich sozusagen erlebe, da setze ich halt auch irgendwie was mit um. Also gerade wenn ich Zeit habe oder sowas, dann mache ich auf jeden Fall mal irgend so einen Feedpost oder sowas. Mhm. Und setz einfach das um, was ich mir vielleicht gerade vorstelle zu machen und klar gebe ich mir dabei auch Mühe, klar kommen auch kreative Posts oder sowas, aber eigentlich ist das der Hauptteil so natürlich und einfach das, was ich auch selbst bin. Und dann hast du meistens Spaß. Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Ja, klar, es ist manchmal auch so sehr anstrengend, einfach die ganze Zeit on point zu sein und immer so aktiv zu posten, weil ich ja meistens was um dieselbe Uhrzeit poste und dann sind auch mal so Termine dazwischen, die jetzt um 16 Uhr irgendwie sind und um 16 Uhr poste ich und dann denke ich so, und dann muss ich aber trotzdem ganz kurz was posten, weil es ist halt einfach das, was ich bin und ich poste um 16 Uhr und das kennt auch jeder so von mir und ich bin es einfach auch. Würdest du sagen, dass das Leben, was du on Social Media führst, mit dem, was du privat führst, sehr viele Berührungspunkte hast? Oder würdest du sagen, es ist identisch? Oder würdest du sagen, es gibt ganz bestimmt auch einen Teil von Leos Leben, der nicht on Social Media ist? Das ist schwierig zu sagen, weil gerade, dass ich so natürlich bin, zeigt auch, oder das, was mir Spaß macht, zeige ich natürlich auch auf Social Media. Und klar gibt es auch so bestimmte Zeiten, wo ich zum Beispiel nichts mehr poste oder wo ich einfach so zum Beispiel auch mal offline bin oder so beim Training. Zum Beispiel, ich sage, ich fahre zum Training und beim Training poste ich aber nichts, weil ich einfach mit so, zum Beispiel, wenn ich halt mit den Trainern so bin oder generell mit den Leuten, die beim Training sind, dann mache ich halt einfach Training und da kann ich die ganze Zeit mit meinem Handy rumrennen, die ganze Zeit Stories machen. Das bin dann einfach so ich beim Training oder auch ich in der Schule. Bin auch nicht die ganze Zeit am Handy. Dürfte man erstens nicht und zweitens soll ich mich auch konzentrieren und für mein Schulleben so, wie ich es führen soll. Was schaust du denn selber so gerne? Was sind so deine Kanäle? Was mich inspiriert, also da ist alles so mit bei. Bilder, Videos, wirklich alles. Ist es jetzt so klassisch, wie man jetzt bei Mädchen sagen würde, du schaust halt Bibis Beauty Palace und du schaust, oder ist das, oder nee, und hübsche Jungs oder so, oder ist das weniger klischeehaft? Nee, also ich gucke natürlich auch noch andere Sachen, also so ist es nicht. Also ich gucke eigentlich so Sachen, die mich inspirieren, zum Beispiel auch einfach Bilder, die ich zum Beispiel vielleicht auch nachstellen könnte oder einfach Bilder, wo ich mir einen eigenen Kopf mache oder sowas. Oder auch Hacks zum Beispiel, also ich gucke voll gerne so eine Hack-Seiten, sowas, was ich zum Beispiel auch verbessern kann in meinem Leben. Also Lifehacks, vielleicht muss ich das den älteren Zuschauern erklären. Ja, Lifehacks, da kann man halt einfach gucken, was zum Beispiel, was man im Leben verbessern kann oder so. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder keine Ahnung, wenn der Henkel hier abgebrochen wäre, dann würde es wahrscheinlich ein Lifehack geben, wie man den wieder anklickt. Zum Beispiel sowas oder einfach so Videos, die mich, also in letzter Zeit irgendwie hat es mich so auf die Beauty-Seite gezogen, da wollte ich die ganze Zeit Schminkvideos machen, bloß ist sehr anstrengend, so alles zu machen und so, sich zu überlegen, wie man es machen soll und umsetzen soll, weil ich auch jetzt kein Schminkprofi bin. Die Sache, die auch an meinem Account so ist, ist, dass ich von keiner Sache ein Profi bin. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Also ich bin kein Fußballprofi, ich bin auch kein Schminkprofi, überhaupt gar nicht.
ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Auf jeden Fall war ich da auf einem Schminktrip und dann habe ich halt immer nur Schminkvideos geguckt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie es mir gerade geht und wie ich gerade so Bock habe, irgendwas zu gucken. Okay. So ein Thema auf Social Media ist ja auch immer die Resonanz. Also das mit dem Liken und wie es einem dann geht, wenn man mal nicht so viel geliked wird. Wie würdest du selber sagen, wie abhängig bist du von dem, wie deine Sachen ankommen? Bist du manchmal traurig, wenn ein Post nicht so gut läuft oder ist das eigentlich nicht so? Also eigentlich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich traurig oder sowas bin. Ich bin einfach so, dass wenn ein Post nicht gut ankommt, also ich bin generell nicht so der Typ, der wirklich so drauf guckt, dass irgendwas gut ankommen muss. Okay. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Es gibt auch Leute, die im Post dann löschen nach 2 Stunden, weil sie sagen, okay, es hat nicht so die Likes, die es haben sollte. Ja. Und so bin ich überhaupt gar nicht. Ja. Was online ist, ist online. Wenn es mir nach einem Jahr nicht mehr gefällt, dann archiviere es und das war's. Aber eigentlich ist bei mir alles auf dem Account, wie es früher auch war. Und ich bin da eigentlich gar nicht so abhängig. Also wenn jetzt was gut ankommt, besonders gut, dann denke ich mir so, okay, das gefällt den Leuten, vielleicht mache ich es einfach öfter. Irgendein Bild, zum Beispiel Fußballbilder oder sowas, wenn es denen gefällt, dann mache ich es natürlich auch öfter. Wenn die das sehen wollen, dann klar, warum soll ich es nicht machen? Aber jetzt so traurig, gar also du nicht. Denkst auch nicht so viel nach, was jetzt ankommt, groß. Also was ankommt, ja schon, klar, was den Leuten gefallen könnte oder deswegen frage ich auch ab und zu so, ja, was gefällt euch, was kann ich mal drehen oder so. Ja, genau. Ist Hate, spielt das bei dir eine Rolle? Also in der Jungswelt ist es eben uns beim Oscar aufgefallen, dass es ziemlich viel so diese, gerade so mit 15, 16, dann gibt es dann die 17-Jährigen, die finden die 15-Jährigen halt klein und hauen auf drauf. Wie ist es bei Mädchen? Ja, ist da so Zickenalarm? Doch, oder? Auf jeden Fall, es gibt auch richtig viele Mädchen oder auch Jungs, die bei mir zum Beispiel kommentieren, boah, ist ja richtig billig, was du da Fußball spielst, kann ich viel besser. Und dann denke ich mir so, und dann gibt es aber auch Mädchen zum Beispiel, die das verteidigen und sagen, ey, Frauenpower, lass sie doch mal spielen, wie sie will. Mhm. Und so, und es ist halt immer unterschiedlich. Manchmal gibt es Mädchen, die dich einfach so runter machen wollen, weil sie vielleicht einfach sagen so, ja, die kann das nicht machen, das geht so nicht. Oder früher zum Beispiel hatte ich immer eine Netzstrumpfhose an, dann hat mich jeder als Fischernetz, also was ich ja anhabe und so bezeichnet. Und ich dachte mir so, lasst mich einfach anziehen. Also es ist gerade wegen meinem Style oder sowas. Also okay, jetzt heute ist nicht so auffällig, aber ansonsten, wenn ich zum Beispiel auf Events gehe oder sowas und da so einen riesen Absatz habe, einfach so einen riesen Buffalos anhabe, guckt mich jeder an und sagt, bist du bescheuert? Also wirklich, sorry, aber wirklich jetzt. Und sagt so, ey, du kannst doch nicht so eine Buffalos anziehen, die hat man in den 90ern angehabt und du ziehst sie jetzt an mit so einem riesen Absatz. Was also du kriegst schon richtig auch massiv. Ja, manchmal, also wirklich jetzt. Also manchmal zum Beispiel, ich hatte letztens so eine Sandalen an und dann kamen wirklich richtig oft so Kommentare wie, wie kannst du Sandalen an, da haben sie es an alte Opas an. Ja, genau. Ich dachte so, ich habe Sandalen an, weil es mir gefällt und nicht, weil... Ich sag nur weiße Socken. Ja. Ja, ey, das ist echt schlimm, wirklich. Gibt's da was auch, was dich wirklich trifft dann? Oder bist du da professionell und sowas? Gibt's da? Oder? Also manchmal denke ich drüber nach so, warum könnte es den Leuten nicht gefallen? Aber gerade bei meinem Style denke ich mir so, dann spricht das halt mit meiner Mom durch und die ist eigentlich so wirklich mein Berater. Also mein Dad, ja, also auch, der ist dann so nach meiner Mom, so kommt dann irgendwann, aber erst meine Mom und dann, weil wir einfach fast den selben Geschmack haben, dann sagt sie so, okay, das kannst du nicht anziehen, das ist wirklich zu drüber. Aber meistens sagt sie so, ey, cool, dass du es anziehst, ich bin zu alt für sowas, ich kann es nicht anziehen, weil an mir so eine Glitzerperlen würde ich anziehen, aber mach du lieber. Und dann, genau, es ist eigentlich richtig cool, dass ich da so jemanden habe, der mich berät und so. Gibt es bei dem, was du machst, eine Botschaft oder willst du damit was in die Welt hinausbringen? Oder? Also, voll viele Leute schreiben mir immer, dass sie durch mich positiver werden und dass sie... Das hätte ich jetzt auch gedacht. dass sie einfach so, ich weiß nicht, stärker werden und einfach sozusagen mehr sie sind. Also mehr sozusagen... Ja, selbstbewusster. Ja, genau, selbstbewusster und positiver Energie mehr haben. Okay. Und mehr so, sie sagen, du bist immer happy und sowas. Klar gibt es bei mir auch mal Phasen, wo ich einfach mal down bin und ich mir so sage, so, ja, keine Ahnung, heute ist einfach ein doofer Tag, wirklich. Aber gerade in letzter Zeit geht es mir eigentlich richtig gut und deswegen, das schreibe ich dann halt auch sehr gerne aus, dass Leute das sehen, dass es mir auch gut geht und dass ich einfach damit positive Energie verstrahle, also verstrahle, dass ich sozusagen positive Energie so den Leuten rüberbringe und dass sie es vielleicht auch aufnehmen können und sagen, boah, Leo freut sich von ihrer Story und sich da auch so denken können. Vielleicht ist heute doch ein guter Tag. Ja, und, sehr cool. Genau, ja. Es sagen ja auch viele, dass auf den Social Media viel Selbstdarstellung betrieben wird. Und ich würde sagen, ja, genau. Ja, das ist ja so. Also ich meine, es ist ja auch nicht negativ, sondern im besten Falle stellt man sich selbst dar. Ja. Wohin kann das führen? Wohin soll es dich führen? Was willst du daraus mal machen? Ich meine, meinst du, dass du dann
auch in 5 Jahren noch filmst, was du gerade tust? Oder denkst du darüber nicht nach? Oder willst du Schauspielerin werden? Oder? Also ich will auf jeden Fall später Journalistik studieren. Und ansonsten, ich weiß natürlich noch nicht, wo meine Zukunft mich jetzt hinführt. Ich bin 15 Jahre alt. Ich glaube, da kann man es noch nicht so genau sagen, was jetzt. Also ich will auf jeden Fall erstmal die Schule fertig machen, weil es bei vielen gerade ein Thema ist, ja, ich mache noch Schule, ich gehe noch zur Schule und das ist alles picobello. Ich weiß noch gar nicht, wie es so weitergehen soll, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mein Praktikum schon im Axel Springer gemacht und es hat mir da richtig, richtig gut gefallen. Okay. Deswegen also vielleicht so mal in die Richtung. Und ja, da ich mich ja auch richtig gut eigentlich so im Social-Media-Bereich auskenne, wenn ich halt täglich die ganze Zeit so online bin, dann kennt man sich da gut aus und dann... Moderatorin werden, irgendwas. Ja, irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall. Ja. Cool, vielen Dank. Also ich denke, auf jeden Fall werden wir noch viel von dir hören. Ja. Auf Instagram, auf YouTube und auf TikTok, Leo Bellis. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, Daumen nach oben geben bitte. Ja. Kommentieren und meinen abonnieren den Kanal. Ich bin schon ganz durcheinander. Und die Glocke aktivieren. Ja, sehr gut. Sie macht das sehr gut. Du wirst meine neue Media-Beraterin. Und auch bis zum nächsten Mal wieder, euer Dieser Dad. Tschüss.